So, Freunde, hier ist nochmal der gute Launeboy und was ich euch jetzt zeigen will. Ja, die Bevölkerung macht auf, denn hier muss es, ich sag's doch mal, wir sind in Langenbrand und eigentlich wollte ich euch heute die Naturwege zeigen und so weiter, aber Leute, ja, wie soll das der gute Launeboy ausdrücken? Ich mache eigentlich vieles oder eigentlich alles mit guter Laune, aber wenn ich dann hier sowas sehe, das ja, das verdirbt mir einfach die Laune, da fehlen mir die Worte, denn wenn die Bevölkerung schon Zettel aufhängen muss, Achtung, ich zeige es euch mal und dann bitte, ich hoffe, man kann es lesen. Ja, das bin ich wieder, Freunde, also wenn ich sowas lese, mit Hundemörder und so, also dass man Müll, das geht ja auch nicht, dass man Müll hier rumschmeißt und was weiß ich, in unserer sauberen, tollen Landschaft, obwohl ich schon so oft gesagt habe, wollen wir auf Müllberge leben, muss nicht sein. Und wenn ich dann das jetzt noch sehe, das ist die Spitze des Eisbergs, Freunde, also habt ihr denn irgendwie, Entschuldigung, wenn ich es wortwörtlich dem jetzt und wortwörtlich sag, aber wer sowas macht, habt ihr denn immer alle Latten am Zaun? Was ist mit euch los, Leute? Wacht bitte mal auf, Achtung, wacht bitte mal auf, was ist mit euch los? Dann wäre jetzt auch schon Tiere, unschuldige Tiere umbringt. Tut mir leid, kein Verständnis für sowas. Wacht bitte mal auf. Was habt ihr davon? Was hat das Tier davon? Was soll das? Was soll das? Freunde, Freunde, Freunde. Und die Bevölkerung ist ja wachsam. Und ganz ehrlich, sowas kann ich nicht unterstützen und alle, wirklich alle, die ganze Bevölkerung, alle Schönberger, alle Leute, die mich kennen und können, ja, und mögen und wollen, so rum, ja, nein, alle, die mich kennen, mich anschauen, egal, weltweit, europaweit, was weiß ich, international, der Rest ist mir egal, nein, da, wo man mich sieht, wo man mich gerne schaut, wenn sowas ist, bitte meldet es der Polizei, macht keine eigene Aktionen. Der Zettel ist vielleicht krass ausgedrückt, soll denjenigen einschüchtern, kann ich alles verstehen, aber macht keine Einzelaktionen, Freunde. Das geht am Ende meistens nach hinten los. Ruft die Polizei, wenn ihr was wisst, informiert die Polizei, dafür ist die Polizei da. Ich weiß, der eine oder andere hat ein anderes Gesichtsbild von der Polizei, aber das so, können wir das nicht stehen lassen. Da muss jemand handeln und da ist die Polizei, finde ich, der richtige Ansprechpartner. Also egal in welchem Land sowas ist, bitte keine Alleingänge, um diese Täter zu kriegen. Wir halten zusammen und ich wollte sagen, alle, die mich hier kennen in der Region, wenn ihr was seht, Augen auf bitte. Dankeschön, es könnte euer Haustier sein, es könnte irgendwann mal ein Mensch sein. Man weiß es nicht, was in diesen Psychopathen vorgeht. Deswegen, Freunde, bitte, bitte, ruft da die Polizei. Seid wachsam in unserem Land, in unserer Region. Dankeschön. Bis dahin sage ich piep, 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 ich melde mich an einer anderen Stelle. Das soll es erstmal gewesen sein. Und dann wird es hoffentlich wieder lustig. Bis dahin, piep, 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 ich hab euch lieb. Ich grüße euch von ganz nah. Servus. Und von fern, denn ich hab euch gewiss alle mega, mega gern. Dankeschön fürs Zuhören. Ihr dürft dieses Video gerne weiter teilen. Danke, wohin auch immer. Hauptsache, so eine Tat wird nicht schlimmer. Dankeschön und tschüss.